Hallo, Servus, Vitam Serdecny. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz hier aus Warschau. Die Austria gastiert am Donnerstag um 19 Uhr beim polnischen Spitzenclub Legia Warschau. Ich freue mich aus diesem Anlass, neben mir hier im Stadion von Legia Warschau unseren Cheftrainer Michael Wimmer und unseren Mittelfeldspieler James Holland begrüßen zu dürfen. Ich werde gleich reinstarten. Die erste Frage geht an unseren Cheftrainer natürlich, Michi. Gibt es irgendwelche Personalnews? Die Mannschaft ist gerade eben in Warschau angekommen. Erstmal hallo in der Runde. Zacznijmy jeszcze pokrótce od pytania do trenera Michaela Wimmera, czy są jakieś aktualności, jeśli chodzi o kadrę, właśnie drużyna niedawno przyleciała do Warszawy, czy może się do tej kwestii odnieść? Erstmal hallo in die Runde. Personalnews, sind alle Spieler fit, steht alles zur Verfügung, wir sind mit dem kompletten Kader angereist und ja, von daher freuen wir uns auf morgen. Wszyscy zawodnicy są do mojej dyspozycji, a więc mogę korzystać z całej kadry. Nie możemy się doczekać jutrzejszego meczu. Danke, Michi. Ich habe vergessen, unseren Dolmetscher vorzustellen, das Atanasi, der hier auf Polnisch übersetzen wird für die polnischen Journalisten, die anwesend sind. James, meine zweite Frage geht an dich. Was sind deine Erwartungen an das Spiel morgen? Was glaubst du, was erwartet uns da? I pytanie do Jamesa Hollanda. Czego się spodziewa po jutrzejszej konfrontacji? Z jakimi uczuciami będzie wchodził w jutrzejszy mecz? Auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, ein guter Gegner, eine coole Atmosphäre und hoffentlich eine gute Leistung von uns. Więc spodziewam się ciężkiego spotkania z trudnym rywalem w pięknej atmosferze. Mam nadzieję, że z lepszym, pozytywnym końcem, zakończeniem dla nas. Dankeschön. Jetzt bitte um die Fragen der Medienvertreter. Bitte um ein kurzes Handzeichen. I prosimy o pytania ze strony dziennikarzy. Wystarczy podnieść rękę. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana trenera. Kasper Chojnacki, Polska Piłka PL. W poprzednim sezonie Austria w Wiedeniu w fazie grupowej Ligi Konferencji grała z inną polską drużyną, czyli Lechem Poznań. Wówczas przegrała i zremisowała. Kilka miesięcy po tych meczach pan objął drużynę. I jakie zmiany wprowadził pan od tamtego czasu? Co się zmieniło względem tych meczów? So in der letzten Saison hatte ja Austria Wien bereits das Vergnügen, in der Gruppenphase der Conference League auf ein polnisches Team aufeinanderzutreffen. Endergebnis war ein Remis in Wien und eine Niederlage in Posen. Kurz darauf, paar Monate darauf, haben Sie das Team übernommen. Welche Änderungen haben Sie seit dem Amtsantritt eingeleitet? Was heißt Änderungen? Wir haben ein bisschen die Idee vom Spiel verändert. Ich glaube, jeder Trainerwechsel bringt auch dann eine Veränderung, egal ob es dann die Ansprache ist, egal ob es die Art ist, wie man Fußball spielen will. Ich glaube, dass wir uns in den letzten 7 Monaten gut entwickelt haben, dass man sieht, welche Idee wir auf den Platz kriegen wollen. Und von daher jetzt schauen wir, was wir morgen auf den Platz kriegen gegen eine richtig gute Mannschaft. No, jeśli chodzi o zmianę, tak, które wprowadziłem, każda zmiana trenera wiąże się z pewnymi modyfikacjami, z pewnym nowym początkiem. Ja obejmując ten zespół, czy to chodzi o sposób komunikowania się z drużyną, czy też wprowadzenie własnego pomysłu na grę, potrzebowałem czasu i po tych 7 miesiącach widać już, że pokazujemy właśnie na boisku, że mamy swój pomysł, jak chcemy zwyciężać, jak chcemy osiągać wyniki, a jutro z ciekawym przeciwnikiem mam nadzieję, że potwierdzimy to właśnie na murawie. A jakie emocje panowały w zespole po wylosowaniu Legii? Uważa pan, że to dobre losowanie? Wie haben Sie die Tatsache, dass Sie jetzt auf Legia treffen, jetzt wahrgenommen? Haben Sie das als gutes Los empfunden oder als einen schweren Gegner? Ja, definitiv also einen schweren Gegner, aber ich glaube, es gibt keine einfachen Gegner in der Phase und wir freuen uns auf das Spiel. Wie gesagt, wir wollen uns immer messen mit guten Mannschaften, um auch selber zu wissen, wo wir stehen und auch zu wissen, was wir selber noch verbessern müssen. Wir freuen uns auf die Atmosphäre. Es wird ein heißes Spiel und ich glaube, genau das sind die Spiele, warum man diesen Job macht, warum man Fußball spielt. Ich glaube, es gibt für einen Fußballer, auch für einen Trainer, nichts Schöneres, nichts Cooleres, als da morgen einzulaufen bei der Atmosphäre und dann einfach dem Gegner einen Fight abzuliefern. No, na tym etapie rozgrywek już nie ma prostych czy łatwych przeciwników. Oczywiście będzie to
trudny mecz, ale jest to też jeden z aspektów, dlaczego się decydujemy na grę w piłkę, czy jesteśmy piłkarzami, czy trenerami. Każdy marzy właśnie o grze w takich okolicznościach przyrody. Jutro przy tych właśnie, przy gorącym dopingu będziemy mogli pokazać i zobaczymy też, w którym miejscu jesteśmy, bo właśnie konfrontacje z dobrymi drużynami pokazują nam, gdzie są nasze słabości, co powinniśmy jeszcze w naszej grze poprawić. In the first row. Okay. Stefan Oellerer von Önews. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage an den James Holland. Und zwar in den beiden Spielen gegen Banja Luka hat er die Austria gesamt gesehen. Beide Spiele richtig dominiert, kann man sagen. Was erwarten Sie sich morgen? Legia Warszawa ist immerhin Cupsieger und der Zweite der polnischen Meisterschaft. I pytanie do Jamesa Hollanda. W obydwu spotkaniach z Banią Luką w poprzedniej rundzie Austria była jednak tą stroną dominującą. Czego się spodziewa po jutrzejszej konfrontacji z Legią, która jest, przypomnijmy, zdobywcą Pucharu Polski i wicemistrzem z ubiegłych rozgrywek? Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein anderes Spiel sein. Das Spiel kann dominiert, auch Ballbesitz dominiert gegen Banja Luka. Ich glaube, gegen Legia ist es ein bisschen anders. Wir werden nicht so viele Ball besehen. Ich glaube, wir haben 75% Ballbesitz gehabt oder sowas gegen Banja Luka. Aber für das sind wir auf jeden Fall vorbereitet. Über das haben wir auch gesprochen heute, dass wir mental vorbereitet auf diese Arbeit, diese Aufgabe. Und wie der Trainer gesagt, das ist auf jeden Fall eine spannende Aufgabe und eine coole Erfahrung für unsere Spieler und das Trainerteam, glaube ich. Na pewno obraz gry będzie się różnił od spotkania w poprzedniej rundzie. Tam faktycznie dominowaliśmy, mieliśmy bodajże 75% posiadania piłki. Z Legią raczej takich liczb nie osiągniemy, ale trenerzy uczulili właśnie nas na sposób gry naszego rywala. W odprawie jesteśmy przygotowani i nie możemy się doczekać tego wyzwania, no bo jest to coś, co właśnie czyni taki wieczór w europejskiej piłce wyjątkowy. Eine Frage an den Trainer. Auf was wird es morgen ankommen, damit die Wiener Austria ein positives Ergebnis für das Rückspiel erreichen kann? I pytanie do trenera, co musi się zadziać, co musi się wydarzyć, aby Austria osiągnęła właśnie w Warszawie korzystny rezultat, patrząc w perspektywie na rewanż w Wiedniu za tydzień. Ja, wir brauchen morgen eine gute Kompaktheit brauchen, eine defensive Stabilität brauchen, müssen. Das hat James auch gerade gesagt, ja, das ist ein bisschen der Fokus wird was anderes sein. Es wird nicht diese Anzahl oder diese hohe Ballbesitzquote sein, die wir haben werden, sondern es wird eher darauf ankommen, dass wir aus dem Umschalten raus agieren, dass wir, wie gesagt, gute Kompaktheit haben, aber trotzdem auch eine Balance finden, dass wir im eigenen Ballbesitzspiel auch präsent sind, ja, weil nur hinten nachlaufen ist auch nicht das. Wir wollen auch selber die Kugel haben, wir wollen auch selber aktiv sein. Und es wird darum gehen, dass wir einen mutigen Auftritt hinlegen, ja? dass wir unserer Linie treu bleiben, dass wir aggressiv sind, dass wir aktiv sind und dann, dass wir an ein gutes Ergebnis glauben und dementsprechend auch so auftreten. Jeśli chodzi o właśnie jutrzejszy występ, to będziemy potrzebowali właśnie mieć kompaktową postawę wszystkich formacji, ale skupienie będzie na czym innym niż w poprzedniej rundzie, czyli nie to olbrzymie posiadanie, tylko bardziej właśnie uważna defensywa, nie zapominając przy tym właśnie z przechodzeniu z obrony do ataku, bo jeżeli będziemy tylko przez 90 minut biegać za piłką, to pozytywnego końca to nie będzie miało. Musimy także właśnie uważać na własną inicjatywę. Jeżeli to się powiedzie, to jestem dobrej myśli. Eine Frage habe ich noch. Sie haben den neuen Stürmer Alexander Schmidt mitgenommen. Ist er denn so weit in der Verfassung, dass er vielleicht eine Zeit lang eingesetzt werden kann oder hat er noch Trainingsrückstand? I pytanie o nowy nabytek drużyny, czyli Aleksandra Schmidta, nowego napastnika, który przyjechał do Warszawy. Czy jest on w dyspozycji, aby mógł jutro wystąpić, odegrać jakąś rolę, czy też ma zaległości treningowe czyniące niemożliwym jego jutrzejszy udział w spotkaniu? Also in erster Linie sind wir mal froh, dass es geklappt hat. Ja, Kompliment an alle, an Orti, die da dran gearbeitet haben, dass er noch die Freigabe hat, dass er heute mitfliegen konnte, noch einsatzfähig ist. Trainingsrückstand, ja, hat er mit Sicherheit ein bisschen, weil er heute erst ein Training mit uns mitgemacht hat. Aber auf die Frage, ob er einsetzbar ist, ja, er ist nicht zum Urlaub dabei. Also er ist dabei, damit er auch Spielminuten sammelt, beziehungsweise, dass er das macht, wofür wir ihn geholt haben, dass er der Mannschaft Qualität bringt und dass er die Mannschaft weiterbringt. Und von daher ist er definitiv eine Option, auch um Spielminuten zu sammeln.
A więc tak, jestem jeszcze raz wdzięczny wszystkim, którzy pracowali na sfinalizowanie tego transferu i załatwienie wszystkich pozwoleń, aby właśnie mógł z drużyną przylecieć do Warszawy. Nie wybrał się tutaj na wycieczkę, więc liczymy na jego wsparcie. Oczywiście ma zaległości treningowe, bo odbył tylko jedną jednostkę z drużyną, natomiast w dalszym ciągu uważam, że jest to opcja, którą będę mógł w trakcie spotkania rozważyć. Das weitere Fragen? Any more questions? No more questions? Dann sagen wir danke fürs Dabeisein bei der Pressekonferenz. Danke an Michi Wimmer, danke an James Holland. Danke auch an unseren Übersetzer Athanasi. Wir wünschen noch einen schönen Abend.